Einmal bin ich sogar Zweiter geworden. Oha. High Lockline, es geht. Ich dachte, du wolltest erst um 8 anfangen oder um 11 oder so. Ja, ich dachte es auch, aber keine Ahnung, ich hab dann gedacht, gehe ich mal ein bisschen früher. Zu Division. Weil, keine Ahnung, Basie und du werden ja bald also um 12 oder so online, offline gehen müssen, oder? Nö, nee, aber länger mache ich trotzdem nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich so lange spiele. Na, jetzt schauen wir mal. Ich hab Division bestimmt 1,5 Wochen nicht gespielt oder sowas. Wir laden hier ein. Strong Garden, Koma. Yeah, man, the world needs better laws. Maybe then we'll be better off. I'm hoping that it comes, but it never does. I just wanna be the man my dad never was. Hear my music, it's all soul. Just got new grills and they all go. So I got that beef with the popo. They don't like my style, no, no, no. I don't really give a damn, I keep steering. Switch gears and the fans just keep cheering. No interceptions, no interference. I'm on an A-team, no Ed Sheeran. I'm headed for the stage, now they clearing. All the bad women in the building, man. There's bad women in the building. Let's get it started tonight. This one's on me, let's go downtown tonight. One shot, two shots, I don't really know if I'm counting right. Ho! We drink it down, so we can live it up. Why? Cause you never know what tomorrow brings in this crazy life. Hey, this life, this life, this life, this life. Hey. And I'm thankful, even when they say I'm crazy to live. Oh yeah, baby. Wie bitte? Warum ist das ein Spiel aus? Keine Ahnung. Möchte Alex. Möchte Alex Hinterhager ist jetzt offline im Spiel. Und dann wieder online. Echt? What the fuck? Ah, ist glaube ich ein Bug. Blocky, wann kommst du rein? Auch gut. Ich kenne den noch von früher, Alter. Starre gerade spielen. Aha. Jetzt haben wir schon mal Rogue in Basic. Ist zwar nur einer hier, aber. Warte, warte. Ich müsste noch. Ich hoffe, es laggt jetzt nicht zu krass bei mir. Ja, komm, wir müssen Rogue gehen, sonst hauen die alle ab. Okay, es laggt definitiv bei mir. Basie noch da? Hörst du mich? Ja. Ah, ich flieg, glaube ich, raus. Ja. Jo. You apologize.
So, hoffentlich geht es jetzt ein bisschen schneller zum Reinkommen. Sorry für die kurze Unterbrechung, mein Internet ist kacke, ich weiß. Hi Blackout, was geht? Namen Marcel und Servus Hannibal. Moin Sebastian, alles fit? Isa. Wie bitte? Raf Rami ist hier. Ich glaube, wir haben Transfer. Was, bin ich schon drin im Spiel? Oh shit. Lukas Transfer. Oder nee. Kann ich auch. Warte, ich glaube wegen Alex nicht hin. Ich bin rausgegangen. Immer noch Transfer? Lukas, bleib du. Du bist drin. Oh, hier sind so viele, Mann. Das ist der gleiche Serra. Ja, Alex. Jo. Moin Crazy, was geht? Raus, kann mich jemand einladen? Lukas, bleib du. Du bist drin. Oh, oh mein Gott. Das ist der gleiche Serra. Ja, Alex. Jo. Moin Crazy, was geht? Wir sind so viele, Alter. Das Serra ist ganz gut. Raus, kann mich jemand einladen? Lukas, du musst gucken, ob Transfer oder nicht. Lukas, bleib du. Ich seh's nicht. Oh mein Gott. Basie ist back oder what? Ja, Mann. Basie ist wieder da. Transfer oder nicht? Crazy, was geht? Ich glaube nicht. Ja, jetzt ist zu spät. Ich denke, kann jemand einladen. Lukas, du musst gucken, ob Transfer oder nicht. Basie ist back oder what? Ja, Mann. Basie ist wieder da. Gruppe ist geschlossen. Transfer oder nicht? Crazy, was geht? Moin HPS, was geht? Jetzt ist zu spät, ich denke. Abend Alex und die anderen auch einen schönen Abend. Abend German Maverick, was geht? Gruppe ist geschlossen. Transfer, du passt. Moin HPS, was geht? Naja, man hört dich. Abend Alex und die anderen auch einen schönen Abend. Abend German Maverick, was geht? Gruppe ist geschlossen. Transfer, du passt. Mein HPS, was geht? Alex, kann man mit dir zusammen zocken? Du kannst mir gerne eine Freundschaftsanfrage schicken, ja. Schönen Abend. Guten Abend, German Maverick, was geht? Transfer, du passt. Ja, ich hab vorgeschlagen. Ja. Alex, kann man mit dir zusammen zocken? Du kannst mir gerne eine Freundschaftsanfrage schicken. Stream Music is on point. Nice. Alex, noch Platz frei. Theorie, also wir haben gerade Ali eingeladen, wenn der nicht kommt, dann ist Platz frei. Stream Music is on point. Alex, du brauchst Marcel Davis. Alex, noch Platz frei. Theorie, was ist das? Wir haben gerade Ali eingeladen, wenn der nicht kommt. Hi Alex, wie geht es dir? Mir geht's gut. Hi. Und selbst. Alex, du brauchst Marcel Davis. Wo ist da? Alex, noch Platz frei. Theoretisch, was ist das? Wenn irgendwas nicht stimmt vom Sound her oder so, dann. Hey Alex, ich weiß hier, mir geht's irgendwie irgendwas zu laut oder irgendwas zu leise. Moin Phantomas, was geht? Was ist das? Wenn irgendwas nicht stimmt vom Sound her oder so, dann. Hey Alex, komm mit Besen, irgendwas zu laut oder irgendwas zu leise. Moin Phantomas, was geht? Ich was denn abgelaufen? Ja, ja.
Irgendwas zu laut oder irgendwas zu leise. Ali ist aufgegangen, hat mit mir gezockt. Ah, okay, nice. Ja, dann haben wir einen Platz frei auf jeden Fall. Hast du einen abgebaut? Ja. Ali ist aufgegangen, hat mit mir gezockt. Ah, okay, nice. Ja, dann haben wir einen Platz frei. Ich hab's auch gar nicht gecheckt. Fokussiert den Twisty, was auch immer. Tyler Duden, meine ich. Okay, Zala. Was? Der hat Nomad? Wie? Achso, der hat einen. Der hat wahrscheinlich keinen Sechserbomb. Tyler Duden, beziehungsweise der ploppt nur einmal der Nomad. Von ihm. Okay, Zala. Was? Der hat Nomad? Wie? Achso, der hat einen. Der hat wahrscheinlich keinen Sechserbomb. Tyler Duden, beziehungsweise was hat der ploppt nur einmal der Nomad. Von ihm. Okay, Zala. Was? Achso, der hat einen. Ja, auf jeden Fall besser als meine. Nice, was habt ihr? Beziehungsweise, was hat ihr? Ploppt nur einmal der Nomad. Der hat brutal drauf. Von ihm. Ich weiß nicht. Okay, Transfer basic, kick mal kurz, HPS. Der hat einen Nomad. Achso, der hat einen. Ja, auf jeden Fall besser als meine. Nice, was habt ihr? Beziehungsweise, was hat ihr? Danke mir auch, du hast eine harte Rückkopplung. Transfer basic, was? Kick mal kurz, HPS. Was heißt das? Achso, der hat einen. Ja, besser als meine. Was heißt Rückkopplung? Danke mir auch, du hast eine harte Rückkopplung. Transfer basic, circa 10 Sekunden. Meinst du, achso, asynchron, Mikro und so weiter? Was heißt Rückkopplung? Danke mir auch, du hast eine harte Rückkopplung. Was? Was spinnt alles? Meinst du, achso, asynchron, Mikro und so weiter? Was heißt Rückkopplung? Danke mir auch, du hast eine harte Rückkopplung. Was? Was spinnt alles? Hä, what the fuck, was ist das? Ich weiß jetzt, was ihr meint. Das ist vielleicht einer von uns? Ich weiß es nicht. Hä, was? Ah, ich weiß warum, weil ich den, ich trottel, schau den Stream quasi und hab den laut, deswegen wird der Stream quasi nochmal übertragen. Ja. Sorry, ist mein erstes Mal. Jetzt müsste es weg sein. Man hört dich dreimal innerhalb 15 Sekunden. Ja, ich hab. Also es müsste hoffentlich gut sein. Aber danke fürs Bescheid sagen. Twitch oder YouTube auf hier. Ja, ich geb eben meine Waffe. Ich mach die Gruppe wieder auf. Warte, ich lade ihn kurz in die Party noch ein. Oder schlag ihn vor. Jo, hab vorgeschlagen. Ich werd gesniped. Ja, easy ist gut. Servus Mike, was geht? Alles wieder gut, perfekt. Okay, nice. Basi spielt jetzt bestimmt Pratt. Ne, Basi hat Firecrest Healer drin. Ja. Hallo. Jo. Servus. Firecrest Healer. Hi, aber ohne Geschütz. Ja, er hat's nur drin wegen der Brandmuni. Jo, alles Gute zum Geburtstag, Hannibal. Wie alt wirst? 12.
Ah, die sind wieder rock gegangen. Bei ne, bei Lukas eben. Der kleine Schlawiner schleicht sich dahin. Alter. Wieder ein aggressiver Franzose. 16? Okay, nice. Noch 2 Jahre, dann darfst du Vision spielen. Mit dem Boss. Soll ich jeder spielen? Ich hab meinen Reclaimer immer noch. Wie du willst. Ja, ich glaube, wenn wir gleich dort hochgehen wollen, dann müssen wir sowieso in die Level. Ich muss meinen Reclaimer erstmal wieder basteln. Ich habe im Moment nur Final Measure Healer. Ja, oh, alles gut. Ja, da sind die 3. Das Gute ist, hier sind 2-3 Teams. Ja, hier ist extrem viel los. Könnte ein guter Server sein. Wenn ich jetzt noch gut wäre, dann. Dann wär's perfekt, ey. Ja, und ich auch. Ja, man, eine Woche Division nicht spielen, man hat's einfach komplett verlernt. Also, nee, nicht komplett, aber halt. Richtig komisch. Und 9 Monate? Ja, man, 9 Monate, ja, dann. Ist wie ein neues Spiel. Scheiße, macht nur viel Schaden, meine Waffen. Ja, immer noch 2 Jahre. Ja, Zeit spiele ich Division, Babyversion, ja, mit Wasserpistole. Da muss ich das machen. So wie bei COD, da gab es ja auch mal irgendwie. Ich glaube bei Advanced Warfare so ein Paintball-Modus, dass man kein Blut sieht und so. Da waren es einfach so Paintball-Flecken. Irgendwie Jugendschutz oder so, was da komplett ähnlich war. Lukas, komm zurück, lass selber hochgehen. Wir machen noch eine Flashbang und einen Scan. Boah, der Typ bringt sich wieder auf mit dem Klavier. Lass den mal direkt mit Gipper rauf. Ja, aber Scan und Flashbang. Ich kann es gerne reinmachen. Was? Fuck. Oh mein Gott, meine Aim ist so kacke. Deutschland, ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder habe. Na, was geht wohl? Was geht? Bisschen Division zocken. Ich glaube, wir sind hinter den Männern hergelaufen, oder? Ja. Weil einer hat's überlegt. Egal, wir können auch Richtung Go laufen, vielleicht warten die da. Ja, hier ist jemand. Hab mir für PC jetzt Jurassic World gekauft, endlich keine Araber mit Kronos. Was ist Jurassic World? Boah, guck mal, hier vorne ist Heilung. Hier vorne war Heilung. Ist das ein Spiel oder was? Oh shit, meine Einstellungen sind auch. Medi für dich. Medi. Danke. Ich hab alles auf 100%, Mann. Ich muss kurz in Deckung gehen. Komm, bleib ein bisschen zusammen. Heilung. Heilung, mein Lieber. Oh mein Gott. Nein. Alles. Ja, sorry, mein Fehler. Und 2 Spieler vergessen zu sein. Nee, ich dachte eigentlich, die gehen nicht auf mich, weil ich habe alles, meine kompletten Einstellungen am Arsch, deswegen wollte ich kurz in Deckung gehen. Ich habe mich eh gewundert, warum das sich so komisch anfühlt. Oh mein Gott, Digga, als Healer ging schon. Ich habe vorhin ein bisschen PUBG gezockt, Sterntoller. Wenn du willst, kannst du mich ja mal bei Steam adden.
Ich spawn jetzt. Hast schon neuen, hast schon neuen PC, Alex? Wie bitte? Hast du schon den neuen ja. PC? Da kommt 4 von neu, Lukas. Hab ich, ja. Was im Leben? Okay. Bau was. Ich brauch auch was. Wow, das waren ja so viele. Jetzt kommen sie mit Pratt. Park mit Dinosauriern bauen und Mission machen. Ja, das war meine Schuld. Ich habe jetzt aber alles wieder richtig. Wie geht's dir, Alex? Was ist mit deinem Aim los? Kenne ich dich gar nicht. Jo, servus, Mami. Einstellungen waren auf 100, weil ich davor 1 gegen 1 gemacht habe und ein bisschen rumgetüftelt. Also bevor ich offline bin. Lukas, mach mal statt Koffer Flash bei mir. Wir haben 3 Stück. Noch. Ja. Ich mach ein Geschütz rein. Nice, Mason. Wie heißt du auf Stream? Gleich wie bei PSN. Eigentlich muss APS der Flashbang reinmachen. Ja, wegen Skill Haste. Was ist euer Flashbang? Du hast eh ein bisschen Skill Haste auf deinem Bild, oder? Negativ. Ich hab Schaden, ich hab Kassel. Ah, okay. Ja, dann ist egal. 7% Skill. Dann ist egal. Mach trotzdem bitte Dings rein, weil du musst dich nicht so konzentrieren aufs Schießen, wenn ich dann mal dieses Werbstudio anfangen muss. Um wohin zu schießen, ist nervt. Aber ich lass gern drin, oder? Okay. Ja. Ey. Jo, nice Sternturm. Okay, ready? Was, die haben grün gezogen? Der Manhunt-Goal regt mich auf. Ja, der läuft jetzt bestimmt irgendwo ganz oben rum. Die sind alle geportet. Ja, ich glaub's auch. Da sind zwei. Seit wann sieht man die wieder so durch die Wand? Ja. Habt ihr das schon gesehen? Wenn man die scannt, dann sieht man die wieder durch die Wand. Also richtig so wie früher. Das ist seit Ding, das ist seit Treffen. Geht das wieder? Ah, ich hab noch nicht wirklich gezockt seit Update draußen. Jawohl. Manhunt-Goal ist nicht so weit. Ich glaube, was lass mal dahin. Ja, das ist bei Kalkäsen, da sind noch zwei Manhunts übrig, wir können schon da hinrennen. Lukas soll sich auch PC kaufen und PUBG zocken, dafür donate ich ihm mein Headset. Schreibt Sterntola. Nee, Mann. Nee, Lukas ist ein Fortnite-Fanboy. Ich mag PUBG nicht. Hast schon gezockt? Ja, also. Ja, aber wenn ich sehe, dass sogar schaut, die eigentlich früher nur PUBG gezockt haben, mittlerweile auch Fortnite spielen. Ja, es kann ja sein, dass Fortnite das bessere Spiel ist, aber keine Ahnung. Also ich finde es langweilig, immer nur dasselbe Spiel zu spielen. Ich spiele auch andere Spiele noch. Ja, ich rede jetzt nicht von, wie heißt das Ding? Candy Crush. Ich meine jetzt schon hier eine Abwechslung PUBG, H1Z1 und so. Warum warst du so lange offline, wenn ich fragen darf? Ich hatte keine Lust zu zocken. Ich habe The Walking Dead angeschaut, statt zu zocken. Keine Ahnung. Ich hatte irgendwie keine Lust dazu. Hast du neu angefangen? Ja, Staffel 1 bis 7 in einer Woche. Oha, das habe ich glaube ich sogar ungefähr auch so gemacht. Ne? Ich hoffe jetzt nur, dass Staffel 8 bald mal kommt auf Amazon Prime. Was schreit er so? Was macht? Was sind das Deutsche oder was? Nein, ich glaube nicht. Aber, wir werden spielen. Habibi.
Moment mal. Das gibt es so nervig. Oha, hast du ihn gerade gewonclippt? Alter, wieso triggert der mit der Showstopper? What the fuck? Meine ich das nur, oder haben die alle übelst wenig Zähigkeit? Also ich bin jetzt alle mehr auf Schuss. Ah ja, stimmt, ja. Alex, Rest von dir heilen. Nice. Ganz vergessen, dass jetzt wieder alle mit 7k rumlaufen. Inklusive mir. Ich muss vielleicht auch wieder 7k rumlaufen. Sagt er und hat über 4k schon bei Division. Ja, ich war jetzt nicht ewig lange offline, ich war jetzt nur eine Woche nicht mehr am Division Zock. Oder meinst du das, ich mag es nicht nur ein Spiel zu spielen? Es war mal eine Zeit lang so, da habe ich wirklich nur Division gespielt. Und davor habe ich nur Call of Duty gespielt. Also ich habe es ein bisschen geändert, jetzt spiele ich mehrere Spiele gleichzeitig. Finde ich irgendwie besser. Was sagst du zu Division 2 in Anthem? Oh Gott, alles klar. Division 2 kann ich nicht wirklich was dazu sagen, weil es kein PvP-Gameplay zu sehen gab. Oh, ich hab keinen Bock, den ich einzuholen. Grafik sah natürlich Bombe aus, aber das sah sie bei Division 1, E3 sah sie auch heftig aus und danach sah sie dann nicht mehr so heftig aus. Hatte ich das Geschütz gerade gekillt? Ah, oh, ne, das war der Typ da. Alter, was hat der für ein Mikro? Ich höre nix. Ja. Ich lauf dem nicht hinterher. Und Anthem weiß ich nicht, was es ist. Und. Anthem ist ein Rücken. Was ist das? Keine Ahnung, ist auch so ein Open World RPG, aber mit. Open World RPG, okay. Nice. Aber so ein bisschen sein Stück. Oh, der Typ ist so behindert, Alter. Ignoriert den Alter. Der lacht sich den Alter. Lass zum Schutzraum gehen in der 2. Da kommen ein paar Leute. Die sind doch schon. Ja, das meinte ich. Ja. Ja, das ist eh der Trottel mit seinem ekligen Mic. Guck mal, Alter, als ob das ein Controller ist. Das ist 100% Master Tastatur, was er. Hört ihr das? Was? Dann, man hört einfach wieder. Man hört, wie er Posten drückt. Mehr dieser Suitable Boy, oder wie? Ja. Oh, keine Ahnung. Oh Gott, mein Schild ist weg. Mein Schild okay, ist shit, weg. Shit. Heilen wir hin. Okay. Wow, schon. Ich bleib mal ein bisschen zusammen. Endlich ist der Typ tot, ey. Good job. Oh mein Gott, mein Aim ist so scheiße, ey, Mann. Division 2, I think the PvP will be shit. Maybe, yeah, because with Division 1 they wanted to do cover-based shooter. Maybe they want to really, really do it in Division 2, so if they want to do it and like they change everything so it has to be cover based, then I think it's gonna be shit. But I don't really know because I haven't seen any PvP gameplay yet. Oh my god. Oh my god. Ich bin weg gerade. Ich hab auch drauf geschossen. Ich hab nicht so viel Damage gemacht.
Wie kann ich im Reclaimer kommen? Ah, das ist disrupted, ja. Alter, ich stehe im Code-Konferenz. Der ist disrupted. Der ist wieder disrupted. Bring ihn, Alex. Sorry. Der liegt. Oh shit, hinter mir, ich bin tot. Oh, ne, passt. Nice. Alex, hier eine, bei mir. Nice, danke. Wir sind so getrennt, das bringt kaum was mit. Naja. Wir müssen echt mal zusammen. Fokussiert mal diesen Suitable Boy, der kommt, ist One-Shot. Immer noch One-Shot. Oh mein Gott, dieses Brandgeschütz. Und jetzt bin ich tot. Ist aber mal wieder schön, dass du on bist. Ah, freut mich, danke. Ah, ich hab's auch ein bisschen vermisst. Will me shit 100%? Nah, I don't know. Yo, what up, solo player? What's good, bro? Can't wait to find out for sure how the PvP will be. Yep, me too. Komm zu uns. Hey, I hope it's decent. Komm, wir können nicht bleiben. Ich hab gleich Heilung. Ja, PvP, wie es aktuell ist, finde ich persönlich kacke. Wie schon als Deckungsshooter geplant. Sollte meiner Meinung nach auch das PvP aussehen und nicht dieses hektische Rumgehüpfe. Ja, aber da kann man ja nicht den Spielern die Schuld geben, weil im Moment ist es so, wer in Deckung geht und bleibt oder so, der ist tot. Und das macht auch keiner, der ein bisschen Ahnung hat von dem Spiel. Deswegen ist es halt ein Designfehler, der von Anfang an aber im Spiel drin war, weil natürlich ist es besser, wenn man sich bewegt, weil man da nicht so oft getroffen wird. Wenn sie einen Deckungsshooter machen wollen, dann muss man irgendwie, keine Ahnung, 20% mehr Damage machen, wenn man in Cover ist oder irgendwie sowas. Aber so wie es aktuell ist, ist halt komplett sinnlos in Cover zu gehen. Servus X-Zellen, was geht? Achtung, Spieler! Ich kenne den irgendwoher, diesen Suitable Boy, glaube ich. Oh je, Digga. Das scheiß Showstopper, Mann. Ich war schon hinter der Wand. Oh ja. Ich bin tot. Hat jemand Medi? Ne, passt. Ah, das ist er nicht. Hä? Ich weiß nicht, was er ist. Ich bin hinter dir. Achtung, der Pratt macht Damage von denen. Hinter uns Showstopper. Ich hab nichts mehr. Zwei Showstopper, ich bin am Arsch. Die Stelle ist scheiße, wir müssen. Ja, die Stelle ist kack. Ich sehe dich ja bei Facebook, wo du am Kommentieren bist, zurzeit wegen so einem Typen, der bei Xbox unterwegs ist. Kennst du bestimmt? Diesen Martin da. Ich find's einfach nur lustig, die Kommentare oder so. Mich interessiert der Typ jetzt nicht wirklich. Beste Heilung. Das weiß ich ja und das frustriert mich eben. Ich weiß nicht. So wie ich mir Deckungsshooter vorstelle, stelle ich es mir halt langweilig vor. Mhm.
Ah, der Suti Boy ist eigentlich voll in Ordnung. Hab den in der Liste, ist ein Franzose. Ja, aber ich habe nichts gegen den. Base mag ihn auch. Ja klar, ich mag alle den Chance zu verspielen. Warte, ich muss mal kurz. Jetzt geht's besser. Oh ja, die fokussieren alle mich, Mann. Vielleicht haben die eben mitbekommen, dass du der Healer bist. Forward, forward. Hier. Das One-Shot da, ne? Guck mal, gut zu. Das Problem ist, wenn die mich alle mit Schuss darauf fokussieren, ich bin tot. Ey, Jungs, ihr seid gar nicht im Koffer. Ich weiß nicht, ob die zwei hier so. Was war's? Ja. Sollen wir mal irgendwo anders hingehen? Ja. Am besten in so einem Gang, wo die oft auf Shit schießen, damit wir den Boden kriegen. Vielleicht bei der Zweier Bergung in den Gang rein oder so? Oder was meint ihr? Der Typ kommt wieder mit. Oder wir können ja erstmal hier bleiben ein bisschen und dann irgendwann weiter zurückgehen. Richtung Goal oder so, keine Ahnung. Dann müssen wir aber mal die Bots hinter uns killen. Ja, eine Stürmer hat den Pick. Warte, ich sehe es kommt. Ja, ich bin da. Guck mal, es kommt. Ihr könnt euch übrigens einen Song wünschen, Jungs, mit Ausrufezeichen Song Request im Chat schreiben und dann den Link dahinter. Alex, was ist das, Mann? Hä? Jetzt kommt die Zivilen. Alex, Heilung, also so viel los hier. Ja, jetzt kommen sie langsam alle aus den Löchern. Suitable Boy, fokussiert den mal. Der ist fast down. Wenn ich schieße und er mich anschießt. Ne, nicht du, Base, ich meine die Damage hier. Nice, ist down. Meine Herren, ich hab nur noch 700 Schuss, gell? Ich glaub, der kann. Ja. Nächster ist auch down, perfekt. Und der andere mit dem Sticky Build. Das ist auch der mit dem heftigen Geschütz. Ah, ich darf dem jetzt nicht ändern. Ja, keine Ahnung, wir können auch mal Richtung Manhunt Goal abgeben und dann wieder neu Rogue gehen. Ja, da sind welche. Guck mal den nächsten. Ja, da kommen die nächsten von uns. Ja, dann lass die pushen. Drei Stück, zwei links, einer rechts. Das ist auch oh shit. Oh mein Gott. Was war das? Sniper. Okay. Der hier. Immer auf den Sniper. Nice. Lass hier geradeaus und dann links die nächste. und Alex immer noch PS4 Community im Arsch. Wie meinst du im Arsch? Also ich find's geht eigentlich. War schon schlimmer. Ich glaube Nightcore, wenn die Jungs nicht so mögen. Ich glaube Night. Ach so. Ist ja egal, solange es dir gefällt. Ich finde Nightcore auch nicht schlecht. Kommt drauf an, welche Songs halt. Ich geh mir auf, okay. Ich habe kurz Snacks. Dann kommt ein neues Global Event. Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Wisst ihr, wann ein neues Global Event kommt? Boah, gute Frage. Das
Le frisé. Le frisé, frérot. Le frisé. Fils de pute de merde. Oh shit, dieses. Oh, der andere hat aufgegeben, deswegen sind wir Rogue. Habt ihr noch Medis überhaupt? Le frisé. Ich hoffe, im Chat hat keiner verstanden, was ich zu ihm gerade gesagt habe, auf Französisch. Die. Ich krieg Medi nicht, nice. Und grün auch nicht. Egal. Fils de pute. Mede, Mede. Sag doch was über die. Bruder. Am Montag, okay. Da wusste ich gar nicht. Komm, das heißt ich. Wiedersehen, Alter. Brad. Als ob. Ich spawn vierer Schutzraum. Ich hab beim Live XP extra nur Medi. Medi gezogen, aber irgendwie. Komischerweise. Was meinst du, die drei Banshee, zwei Pred, ein Mensch und Rucksack? Da kommen noch welche. Ja, die kommen da nämlich. Die kommen dort, wo du dich lässt, Lukas. Ja, aber lass mal. Statt drei Banshee würde ich zwei Banshee nehmen und ein High-End-Teil, zum Beispiel hartnäckig erfrischt oder Wildhandschuhe. Ich habe dazu sogar ein Bildvideo gemacht, weil ich denke, dass es das beste 1 gegen 1 Bild ist, beziehungsweise das zweitbeste. Wenn du das Video sehen willst, einfach Ausrufezeichen 1v1. Also 1v1. Lauft mal links aus dem. Also der Burst Damage ist halt ziemlich nice von dem Bild. Ich weiß, deswegen habe ich gemeint, das zweitbeste. Also, XL, du nimmst zwei Predator, zwei Banshee, ein Ninja Bike und dann kannst du wählen. Achso, du weißt, was ich meine. Ausrufezeichen 1 gegen 1. Also 1v1. Warte, ich mach's kurz. Ich hoffe, es funktioniert. Marcello Adriano. Wenn nicht, poste ich den Link kurz rein. Weil ich. Servus Marcello, was geht? Lass einen stehen. Jo. Ja, ich poste den Link kurz so rein. Denn, weil ich habe den Nightbot für Twitch konfiguriert, nicht für YouTube. Sag Bescheid, wenn welche kommen. Ich sehe es gerade nicht. Ja, ich schaue schon. Da hinten kommen sie schon, die kommen schon. Jo, alles klar, ich hab's. Ja, ich komm. Jo, alles klar, ich hab's. Ich hab's gepostet. Was ist denn das erste, beste Bild? 5 Teile Alpha Bridge und hartnäckig, meiner Meinung nach. Oder Barrett oder. Gutes Layout, sehr gelungen. Jo, danke, Marcello. Grüße an die Jungs von Marcello. Danke, Marcello. Ich weiß gar nicht, ob. Hören die uns? Ja, ne? Ja, die hören uns. Ich weiß noch nicht, ob ich vielleicht ein Alpha Bridge Build machen soll, weil eigentlich ist es ziemlich Standard. Einfach 5 Teile Alpha Bridge, keine Ahnung. Vielleicht mache ich eins. Haben ja auch ein paar Leute gefragt, ob ich nach dem Patch irgendwie ein neues bestes Stürmer-Set oder so posten kann. Das ist immer noch genau das Einzige. Das Einzige, was ich vielleicht ändern würde, wäre vielleicht 9k Stürmer mit Crit-Chance statt EDR. Nicht mal das, weil die meisten Leute werfen übel viele Nades. Und Predator spielen trotzdem noch manche. Ja, schon, aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich habe jetzt nicht so oft gezockt bis jetzt, deswegen kann ich nicht wirklich sagen, aber ich glaube auch immer noch, dass die gleichen Sets sind wie davor.
Ich habe den Link gepostet. Ich hab zum Beispiel die ganze Zeit 9K gespielt. Oder welchen Link meinst du, XZen? Meinst du Song Request oder wie? Oh shit, warte, ich weiß gar nicht, ob das hier funktioniert mit Song Request. Ein Lied, ja. Ja. Achso, zu Song Request musst du auf meinen Twitch-Kanal gehen und in den Chat schreiben, Ausrufezeichen Song Request und dann den YouTube-Link. Weil ich muss den Nightbot erstmal für YouTube aktivieren. Das habe ich noch nicht gemacht, fällt mir gerade auf. Also wenn du einen Song requesten willst, dann musst du das bei Twitch machen. Einfach bei Twitch, dann auf Chat gehen bei mir. Und dann Ausrufezeichen Song Request und dann den YouTube-Link. Ist ein bisschen umständlich, aber ich werde es, wenn ich offline gehe, werde ich das fixen. Beziehungsweise ich kann schauen, ob ich es jetzt schon fixen kann. Hinter mir ist auch einer. Komm, gerade eben wollte ich Waffe wechseln. Ja, lauf dem nicht hinterher, der rennt jetzt eh komplett weg. Okay, ich habe nichts gesagt, der rennt auch komplett weg. Kiki. Wir müssen die anderen wiederfinden, die sind suitable boy und so. Die kämpfen wenigstens, die anderen rennen nur weg. Ich glaube, der hat zwei Waffen weg. Kann schon sein, ja, der war ja, glaube ich, allein. So lustig, ja. Das ist auch eine Erklärung für Blondinen machen können. Ich habe eigentlich nicht geplant, heute auf YouTube zu streamen, deswegen habe ich das noch nicht eingerichtet. Warum bist du eine Blondine oder was? Oh Gott, Alter. Reingegangen. Wie kommt der rein, ey? Sollen wir nochmal die 3 laufen? Oder Richtung Schutzraum 4? Vielleicht sind ja, stehen die da irgendwo rum und finden uns nicht, weil wir nicht Manhunt sind. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und ich bräuchte noch eine LVOAC mit Talenten wie empfänglich nachtragen, kompetent oder sowas ähnliches. Oder boshaft empfänglich nachtragen oder sowas in der Art. Noch ein Wunsch. Hä? Noch ein Wunsch. Tja, also müssen ja nicht alle 3 drauf sein, sodass man es rollen kann. Suitable Boy hat mir eine Nachricht geschrieben. You bugged my games by shooting me. GG, Bro. What? Und der Typ hat die ganze Zeit getriggert mit der Faust, aber. Oh, ist ein Schockgeschütz bei mir vorne. Nee, aber ab. What? Black? Okay. Was haben sie? Was haben wieder zwei? Drei, nice. Drei, glaube ich, gleich da. Also der Suitable Boy hat GG geschrieben. Ich denke, meint alle damit. Oh, die hat er nicht irgendwie eine Hate-Nachricht geschickt und danach hinter GG? Ich glaube, das war ironisch. Das war ja keine Hate-Nachricht. Der hat irgendwas geschrieben, von wegen sein Game ist gebuggt oder so. Und das sollte, glaube ich, ein Witz sein. Ich glaub's nicht, der hat sich nicht so danach angehört. Also Franzosen hören drauf. Sich immer an, als ob sie verärgert sind, muss mal Alk zuhören beim Stream. Unten sind Rogues, 200 Meter, die sind in der 2. Ja, ich will zu sehen. Die Idioten will ich nicht mehr. Nee. Ein paar Tage schon Division frei und der Stuhlgang ist definitiv besser geworden. Kauft ihr einen PC, Marcello, weil Sterntola und ich hatten Bock ein bisschen PUBG. Warte, du hast auch einen PC, HPS, oder? Jo. Zum Game, also. Hab ich, ja. Ja. Der Marcello holt jetzt die auch rein. Ah, okay, nice. Was die weiß. Ich habe mir auch schon überlegt, Division zu holen für PC. Wäre auch mal interessant. Hol mir 2 Monaten ein. Okay, nice. Hol euch Xbox.
Boah, ich penne gerade. Ne, Xbox. Ist ja ein Downgrade wie ein Upgrade. Beziehungsweise das gleiche eigentlich. Oh, Schatz. Naja, ist ja eigentlich das gleiche wie PS4. Und ich kenne keinen auf Xbox. Ich würde mir auch niemals eine Xbox kaufen, nur wegen einem Spiel. Das ist kompletter Schwachsinn. Warum, was gibt's denn da außer PUBG und so? Na, PUBG halt. Die meisten kaufen sich eine Xbox, um PUBG zu spielen. Da würde ich mir einen PC kaufen, um PUBG zu spielen. Das ist eh besser. Nein. Ach Gott. Oh, what the fuck, da stehen drei Schockgeschütze. Kommt zurück, Jungs. Drei Schockgeschütze heißt viele Spieler. Oder drei Spieler, je nachdem. Nein, das ist ja, ich glaube, ich hab's auch gehabt. Ne, ne, es sind mehr als drei, glaube ich. Mein letztes Medi. Sag, wenn du Medi brauchst fürs Schild. Ich hab noch fünf. Ja. Blau. Blau gezogen. Ich hasse die Chance, aber keine Ahnung. Da kommen noch viel mehr, da kommen noch mehr. Geht in die zweite Ebene, Jungs. Kommt mit, kommt mit. Nein, ich kann die wieder abfangen. Ja, aber das sind doch ein paar hier links von uns, oder? Oder sind die weg? Ah, ne, der ist hochgerannt. Okay, nix. Ich hab nix gesagt. Boah, der hängt mit dem Hex ein bisschen runter. Ach, da ist auch einer. Also, ich bin die Sarah jetzt. Doch mich. Na, ja, musst ja eine PS4 holen oder einen PC. Aber bei. Ah ne, oder? Kann man bei Fortnite Cross-Plattform mit Xbox machen, nee, oder? Das kann man. Irgendwas kann man mit Fortnite, glaube ich. Kann mit allem. Echt, okay. Ich dachte nur mit PC. PC-Spieler zusammen. Xbox-Spieler. Aber es ist halt dumm, mit einem Xbox-Spieler eigentlich zusammenzuspielen, weil du dann in die Crossplay. Ja, ja, und da sind noch PC-Spieler. Stimmt schon. Also, wenn du einen PC-Spieler dabei hast, bist du mal ganz entspannt. Aber... Außer jetzt hat ihn der Bock. Alter, ich bin jeder zu meinem Weg, man. Das ist so langweilig. Ja. Da hinten, ja genau. Guck mal, der kommt, um Hallo zu sagen, ja, und dann wieder weg. Ich hab keine Ahnung. Ich hol mir lang PC, weil ich wieder mit den Videos durchstarten will. Hast du da schon eine eine Software, Marcello, oder kannst du eine empfehlen? Weil ich habe jetzt nur geschaut, also so Sony Vegas Pro, keine Ahnung, 3 glaube ich, das kostet 600 Euro oder so, einmalig. Dann gibt es noch irgendwas, was man sich leihen kann. Das kostet dann irgendwie 30, 40 Euro im Monat. Ich weiß nicht, das ist halt alles extrem teuer. Sonst hätte ich mir auch so eine Software schon geholt. Ein bisschen Videoschnippeln probiert. Benutzt halt nicht jeder Sony. Ja, Sony Vegas, ja, aber das ist halt arschteuer. Vor allem bei solchen Videos, wie ich sie mache, bei Division, da braucht man eigentlich keine teure Software, finde ich. Da reicht Share Factory. Leiden doch einfach so eine gecrackte Version. Weiß ich nicht, wie das geht. Auf YouPorn. Auf YouPorn. Muss man auch nicht dann. Ah ja, das sind. Oh, das sitzen zwei oben. Medic. Ja, ich hab. Ich hab keine Muni mehr, keine Ahnung. Ich war nur 200 PC, PS4 oder PC, Xbox, aber PS4, Xbox geht nicht. Okay. Oh, da weiß der Lukas doch nicht alles über sein Lieblingsspiel. Man kann doch PS4 nicht so zu seinem Spiel. Anscheinend nicht. In der Crossplay Lobby habe ich zwei, oder habe ich einen Xbox-Spieler nie gesehen. Wie sieht man das? Du siehst es daran, dass die dass die Namen getrennt hat. Xbox kannst du doch Leertaste machen. Ach so. Vielleicht war es ein PC-Spieler. Also das geht ja. Nein, nein, PC-Spieler können das nicht, die können einen Punkt machen. Echt? Ja. Xbox-Spieler können Leertaste machen. Also ohne so einen Strich unten zu machen. Okay, da kommen drei Spieler vom Checkpoint, sollen wir die pushen?
Und hoffen, dass sie nicht wegrennen, so wie der Rest alle. Jo, probier mal. Yes, komm. Okay, nice. Kiki Sarah ist One-Shot. Hitman läuft mir im Kreis, schießt mal alle auf den. Die haben gerade grün gezogen. Ne, der Hitman hat, oder? Der war fast down. Ja, Hitman hat auch getan. Hinter mir ist auch einer. Hinter mir sind zwei. Ne, hinter mir sind drei. Oh mein Gott, die laufen alle hier. Ja, ist echt so. An keinem hier mal wirklich. Oh ne, der Showstopper-Typ läuft nicht weg. Aber er liegt. Oder? Ne. Showstopper-Typ ist was. Ja. Oh, okay, was? Entweder es war Lag oder es war ein heftiger Predator, ich wurde gewone-shotted. Wir sind da, auf einmal mein Schild weg, ihr Puller Energie gehabt und auf einmal war mein Schild. Naja. Ja, ich lag, bitte nicht. Okay, ich hab den gerade übelst geleckt. Dauerhaft press, ohne Scheiß. Warum kann ich mehr Ulti? Weil Lukas gerade gezogen hat, glaube ich. Jetzt geht's. Nein, ich hätte glaube ich. Ja, keine Ahnung, was das jetzt war. Ja, er schießt mich durch die Wand, aber ich sehe es sogar noch. Oh, die scheiß Server sind so am Laggen. Am besten wäre Magix. Hab früher über iMovie gearbeitet, aber Magix ist halt benutzerfreundlich. Kostet das was, Marcello? Oder wie viel kostet das, falls es was kostet? Wäre geil, wie ich mit Xbox und Maus Tastatur. Bin aber ehrlich, heiße da Sechsen. Und wer Medi für mich? Spielst du mit Maus und Tastatur? Ich bin aber auch null. Boah, das war gerade richtig nice. Ich hab keine Ahnung, 4-5 Leute gewonnen. Das ist halt, das vermisse ich halt, dass man halt mit 7K spielen kann, nicht immer nur mit 9K. Das war immer so langweilig. Der die ganze Zeit weggerannt ist, steht jetzt da. Ja, kann er ja machen. Ja. Die werden immer schlimmer, die Leute. 100 Mal am Boden liegen und dann freuen sie sich. 20. Oh Gott. Und dann schaut die Emotions an. Dann schaut die Emotions alle an. Egal, der Server ist gut. Bis auf die Lags, aber kann man nichts gegen machen. Schutzraum oder? Ja, ist Checkpoint. Checkpoint. Okay. Na, die ist doch gut irgendwo. Ich Trottel hab ja schon eine. Unforgiving vicious responsive. Na, ich Trottel hab die ganze Zeit mit Shotgun Damage gespielt auf den Handschuhen. Er wartet kurz, ich muss ein paar Behälter öffnen. Ich würde am liebsten nochmal dahin gehen, wo wir die letzten. Ja, ich gehe da kurz hin, das ist ja mein Abholplatz, da liegen irgendwie 7 Behälter rum. Ich brauche unbedingt Kohle. Ich weiß nicht, wie viel das neue kostet, habe damals über einen Kollegen geshared bekommen, einfach bei Saturn nachfragen. Okay. Ja, schaue ich dann mal. Ich hoffe, die Behälter liegen überhaupt noch da, das ist schon eine Zeit lang her, glaube ich.
falls ihr neu seid und noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich drüber freuen. Es fehlt noch ein einziger Sub bis zu 1,5k. Also wäre echt korrekt, wenn ihr einfach subscriben würdet, falls ihr Livestreams mögt oder die Videos. Jawohl, Behälter sind noch da. Ja, bin die Deutsche, die auf der Xbox als Cheaterin beschimpft wird von Honeybee, auch eine Streamerin. Warum? So gleich wie auf Konsole halt Chronos Max, wenn man gut ist, oder wie? Also sagen halt alle Chronos Max. Aber wenn ich mir PC hole, brauchst du das nicht. Ich bearbeite dir die Videos in 30 Minuten mit dem Programm. War das gerade ein Angebot, dass du mein neuer Editor wirst, Marcello, oder wie? Dann muss ich die Videos nicht mehr selber schneiden. Ich schicke dann Marcello einfach so 2 Stunden Gameplay und sage, er soll mal ein Video draus basteln. Herr Busy. Ja. Busy. Hast du mich? Ja. Oh, okay. Ja. Hat Promise seinen Account auch verkauft? Ja. Not the fuck. Seid ihr ready? Wie viel? Ich glaube über 300 oder so. Keine sein. Na gut, der hat aber auch locker. Ey, aber warum verkauft ihr den nur für 300? Na gut, ist halt nichts wert, wenn man sich den Scheiß da überall folgt. Was, sein PSN-Account oder was? Nein. Epic-Account, Epic. Okay. Seid ihr bereit? Ja, spielt ein bisschen mehr zusammen, Mann. Ich muss immer weg vom Koffer, kaputt machen. Alle im Koffer bleiben. Montana Black hat sich auch einen Account gekauft, einen Fortnite-Account für 2000 Euro. Warum denn? Wegen den... Wegen den Stats oder was? Ah, wegen den Skins. Die haben Tagging. Geht in den Untergrund. Geht in den Untergrund, wenn ihr könnt. Also nicht komplett runter, weil es ist kontaminiert, aber so, dass vielleicht einer auf Blau wechseln kann. Oder, ne, Tagging müsste eigentlich wieder weg sein. Aber wechselt trotzdem auf Blau. Ja, kommt wieder hoch. Tagging ist weg. Jetzt brenne ich, kann ich nicht. Ne, ne, brauchst nicht ziehen. Ja, das ist halt das total dumme, viele kaufen sich einen Account mit den übel geilen Skins, aber du übernimmst halt auch die Stats und die Stats kannst du halt nicht wegmachen. Also manche verkaufen Halloween-Account und haben, keine Ahnung, 2% Win-Chance oder sowas. Ja, das stimmt ja niemand, vor allem Montana Black war sowieso schlecht, dem ging's nur um. Ja, ich weiß, aber wenn ich mir jetzt einen Account kaufen würde, würde ich mir definitiv niemals einen Account kaufen. Ja, du geierst ja auch auf Stats wie so ein 10-Jähriger. Das hat doch nicht damit zu tun, aber du willst keinen Account haben mit 2%. Warum? Da schaut doch eh, schaut doch eh keiner drauf. Schon übel viele drauf. Du vielleicht nicht, aber... Ja, der ist One-Shot. Zum Beispiel, wenn du locker so über 2000 Wins hast, ist dein Account schon mal 1000 Euro mehr wert. Warum? Weil man dann zu Events und so eingeladen werden kann. Nein, ich habe aber unbedingt welche Accounts haben sollen. Herr Bisi, ich wette, Camo könnte seinen Account für locker 3000 verkaufen. Safe. Scheiße, ich feinde das mit uns habe ich nur nie gehört. Ja, du übernimmst halt die Stats von dem jeweiligen, aber nicht nur die Skins. Okay. Alex, ja, nice. Auf eBay zum Beispiel habe ich gestern gesehen, wurde ein Skulltrooper-Account für 431 Euro verkauft. Er hatte nur einen Skulltrooper und irgendwie, keine Ahnung, 10 andere Skins im Battle Pass von Season 3. Ja, ich dachte, die verkaufen den Skin bald wieder.
Kommando. Oh nein, ich laufe auf der Stelle. Ja, kann, ich finde es aber auch irgendwie gut, dass der halt so selten ist. Beziehungsweise, dass den halt nur die Leute haben, die das, die es ganz am Anfang gespielt haben. Uns gekauft haben, ich habe ja auch am Anfang gespielt, aber nicht gekauft. Gut, Alex, der Rest ist heute. Thanks. Ich weiß noch, wo das im Shop war. Wo die Skins im Shop waren. Und ich mir die nicht gekauft habe, weil ich so gedacht habe, das Spiel werde ich eh nie wieder daher. Mhm. Und ich weiß noch genau, als Payne sich diese pinke, keine Ahnung, Flamingo-Axt gekauft hat. Das war sein, er war ganz ja, aufgeregt, genau. Er hat so gesagt, heute Abend kaufe ich mir den, heute Abend hole ich mir den... Oh mein Gott, daran kann ich mich nicht. Ja, ich auch. Ja. Oh mein Gott, das Geschütz, Alter. Aber Payne war übel clever, der hat sich die Renegade Raiderin gekauft. Die was? Der Skin ist noch seltener als die Halloween Skins. Renegade Raider. Die gab es in Season 1, wenn du Level 25 warst, konntest du die nur kaufen. Okay. Den haben noch weniger Leute. Und was ist mit dem... wie heißt der Typ? Pfefferkuchen-Mann da? Ja, den haben schon ein paar mehr, aber auch nicht so viele. Stürmer ist verbuggt, ey. Ah, die Skins kommen wahrscheinlich sowieso an Halloween wieder. Okay. Muss da weg. Honeybee hat nichts drauf, spielt auf 6 Xbox. Ja, jeder sagt wahrscheinlich, aber... Ja, kann ich gar nicht. Also, keine Ahnung. Also ich sag, die kommt zu 100% nicht wieder. Ah, Schätze, ich soll die Blau zu mir treffen. Nee, das war gut, das war gut. Wenn einer down geht... Ich hab die Blau aber nicht bekommen. Ich glaube, bei mir leckt's übelst. Ich bleib mal ein bisschen hinten, sodass sie mich nicht alle... Ja, ihr... Kommt mal weg. Ja, kommt mal weg hier, die kommen jetzt auch von hinten und bei mir leckt alles. Ja, ich hab's. Hast 1.5k? Jawohl, nice. Vielen Dank, Jungs. Freut mich echt, dass wir es geschafft haben. Und demnächst kommt dann 1.5k Subscriber Special und es wird eine Montage sein, an der wir mehrere Monate gearbeitet haben. Also Visca und ich zusammen. Ist ja keine Arbeit, außer du willst Special Effects hier in Vantage drin haben. Hab dich. Lass mal ein bisschen zurückgehen, Jungs, die fokussieren einen alle. Ich muss kurz telefonieren. Ja, ich sauert und krank. Ja, total, das ist vorgeworfen. Wir müssen jetzt alle Hosen stellen. Ich bin gleich weg, Mann. Der Typ mit Brille, der fokussiert mich die ganze Zeit. Ich stell den Koffer wieder. Ich hab keinen Medkits mehr. Wow, what? Okay, da wurde ich des Todes fokussiert, Mann. Alter, da stehen 5 oder 6 Geschütze allein draußen. Ist halt so, das ist halt das Nervige genau an dem Update, Alter. Weil du einfach die Leute so lange brauchst zu killen. Mit Shotgun konntest du die so easy, hätten wir die so easy weggezogen, ohne Scheiß. Aber mit Sturmgewehr brauchst du halt wirklich so ewig. Das ist... Ja, keine Ahnung. Alex Monk spielt ja auch seit einer Woche wieder. Ja. Ich hab aber nicht Bock, Damage zu spielen, aber. Du kannst ja mit spielen, jetzt spiel ich keine mehr. So, bin wieder da. Wie sind der mit? Nee, ich bin jetzt noch ein bisschen jeder, bis mein Controller voll geladen ist. Ich habe jetzt einen Scuff-Controller von Montana Black, Lukas. Mit seiner Unterschrift sogar noch. What? Warum das denn, Alter?
Hast du bei ihm gelutscht, oder? Ich hab vom... Hä? Vom Kollegen aus gechillt. Ich hab vom Kollegen aus geliehen für ein paar Tage, aber... Der ist so scheiße, ne? Meiner ist tausendmal besser. Ich wünschte, ich hätte jetzt... Also der Kreisbild wäre bei mir nicht kaputt. Aber das mit dem Kreisviertel finde ich manchmal auch nicht so geil. Weil ich habe das Gefühl, zumindest beim Surf ist das so. Das musst du relativ doll einbringen. Ja, bei meinem nicht. Aber da ist jetzt gar kein Pedal mehr. Weißt du, früher war das. Also ja. Bei dem hier musst du richtig reindrücken. Deswegen meine ich ja, der ist scheiße. Genau, das meine ich ja. Das ist bei meinem Scuff nämlich genauso. Deswegen kann ich das rechte Pedal nicht benutzen. Weil wenn ich da übel. Doll reindrücke. Ja, Charlie Quinn hat recht. Leute, die so einen Scheiß labern, die haben keine Ahnung. Eben. Und das war bei meinem, neidisch. Meinem normalen Scuff-Controller ist das nicht so. Jo, Servus, der Unbekannte, was geht? Kreisbitten noch da. Willkommen im Stream. Bei dem hier, ja. Da sind so Metall-Pedals, Alter. Voll hässlich. Seid ihr ready? Weiß nicht, wie Motala Black sowas verkaufen kann. Was, die sind aus Metall? Vor allem. Ja, also. Vielleicht nicht Metall, aber auf jeden Fall nicht Plastik. Keine Ahnung, wie man sowas nimmt. Was gibt's noch außer Plastik? Ich glaube, das ist Alu. Kann sein, ja. Alu. Ja, dann ist es das. Das halt nicht abbricht. Kannst du höchstens verbiegen. Seid ihr bereit? Ja, eben. Das ist genau das. Das ist richtig schlecht. Ja. Ich glaube, die gehen auch von euch. Der Scuff ist schon eigentlich der beste Controller, aber was mir bei dem einfach überhaupt nicht gefällt, sind erstens Sticks, die einfach nach einem Monat kaputt gehen. Und einfach, dass der, keine Ahnung, so schnell generell kaputt geht. Also bei mir ging der nie kaputt. Und man kann ja die Farmsticks einfach auswechseln mit diesem Tool da in 20 Sekunden. Ja, ich weiß. Aber du musst sie ja immer nachbestellen. Und die kosten ja 12 Dollar, um die nachzubestellen, jedes Mal zwei Stück. Und die jede zwei Wochen weg, die zwei Wochen jeden Monat wechseln muss, das ist schon nervig. Ja, aber überleg mal, beim Razer geht es noch öfter kaputt, meiner Erfahrung nach. Und du kannst ihn nicht einfach austauschen. Deswegen finde ich den Scuff auch 100 Mal besser. Hier ist Emo-Koffer. Den Razer kannst du aber auch einfach zurückschicken, wenn der kaputt ist, oder zurückgeben, wenn du nicht mehr sprinten kannst. Bei Scuff musst du den für 80 Euro reparieren lassen. Du musst drei Wochen drauf warten. Alexander ist. Ja, ich komm zurück. Oder der Lukas. Oder also die werden doch niemals die Wüste mit Stuff spielen, Alter. Das wäre mir viel zu schade. Ja, siehst du, du hast sowieso keinen Vorteil mit dem Scarf, es sei denn, du hast dieses Electromagnetic Remapping-Ding da. Und das habe ich nicht. Ja gut, das habe ich ja sowieso. Das musst du ja unbedingt reinmachen. Das ist ja das Wichtigste, was es gibt. Weil du in manchen Spielen brauchst du halt mehr Crouchen, da musst du auf Linkskreis machen. Und auf rechts X und manchen Spielen muss halt mehr springen. Und ich will das Ganze hier nicht in Barriere-Dings da umstellen. Und dann kommst du nämlich komplett durcheinander. Mit X und Kreiswechsel. Naja, stimmt schon. Und ist ja auch bei den normalen. Halt. Bei Razer kannst du ja Profile einstellen. Ne? Ja, das ist auch nice. Ich fände so eine Mischung aus Scuff und Razer fände ich den perfekten Controller, aber das machen sie irgendwie nicht. Also. Warum wohl? Der neue Scuff ist krass, der jetzt rauskommt. Ich weiß nicht, wie der heißt. Wie heißt der nochmal? Der hat sogar, der hat R1 und hat rechts neben dem, neben der R1-Taste, beziehungsweise links neben der L1-Taste noch eine Taste. So eine Schultertaste. Okay. Also das heißt, du theoretisch brauchst du nicht mit L1 R1 spielen, sondern mit den Schultertasten, die näher am Stick sind. Das ist noch besser. Das ist richtig krass. Okay. Keine Ahnung, habe ich noch nicht gesehen. Ja, dann schießt du nämlich mit den Tasten, die links bzw. rechts sind von L1 R1, dann kannst R1, L1 und L2 R2 komplett belegen mit irgendwelchen Tasten. Mhm. Also, sollen wir die vorne mal pushen beim Checkpoint-Eingang? Die Nerven üben. Wenn ich wieder Kopf habe. Bin gerade baden und geht mir den Stream, wenn ich
brennt sich auf jeden Fall. Moin La Trevor, was geht? Alles fit. Und diese Ladybox hatte ich mal in der Liste, aber hätte alle gelöst. Ist ein Deutscher oder was? Oh, da kommen ein paar. Ich bin so. Von Medi. Ja, die Grün war unnötig. Ja, dann. Wir haben die alle drei Medikit, glaube ich, gezogen. Nein, nein, ich nicht. Jo. Ich mir selber auch. Map Raw sollte wieder da sein, ja, ist da. Ich muss kurz Headset einstecken. So. Neue Mikro. Also so neu ist es nicht. Ich habe es jetzt schon einen Monat oder so, aber ist auf jeden Fall nicht das Astro A50 Mikro. Sondern ein Blue Snowball. Also zum Streamen Mikrofon halt. Die sind alle so fest. Ja, das nervt extrem. Wir müssen eine Seite irgendwann mal pushen. Den Heatman. Wer hat denn. Achso, das war der. Das ist der, was immer vor hinten kommt. Er liegt? Jawohl. Mainhand, okay. Sollen wir mal Richtung Norden gehen, Richtung Untergrund? Jo. Ja, das Geschütz kriegt man nicht kaputt. Da schieße ich gar nicht drauf. Ey. Guck mal, dieser. Typ hier, ja, ja, ich hab den kein einziges Mal gekillt, weil er immer wegrennt. Der andere rennt jetzt auch weg, perfekt. Ja, scheiß auf die. Wir warten hier, bis die anderen wiederkommen vom Checkpoint aus. Okay, er setzt sich erstmal in Cover. Ah. Ey, das macht einfach absolut. Nee, der Server ist richtig am Arsch. Hör's abgeben, wechseln wir. Vor allem, weil es auch ewig dauert, um die Leute zu kriegen. Wir haben jetzt 5 Minuten oder so gebraucht, bis wir Mainhand sind. Wenn die alle gekämpft hätten, dann hätten wir innerhalb von einer Minute Mainhand gehabt. Und sie rennen wieder zurück. Welches Set findest du jetzt nach diesem Update für PvP am besten? Immer noch Stürmer. Aber. Also, wenn du wirklich das beste Set willst, dann spielt man Stürmer mit Showstopper und M4. Ich mag die Showstopper aber nicht, deswegen spiele ich mit M4 im Haus. Der in der Cover links ist One-Shot. Stirb jetzt! Oh Mann, ey, Mann, ey. Ich treffe auch mit der Showstopper nichts, ey. Ich treffe den allgemein kaum. Eine eklige Waffe. Ich mag die auch nicht, ich spiele die auch nicht. Es ist langweilig. Achtung, wohin? Keine Ahnung. Der hinter uns hat Pratt. Aber er bleibt stehen wie ein Baum, also ich kill ihn kurz. Wusste die gar nicht, wenn die ganze Zeit nur weg. Okay, es sind 2, ich bin tot. Ich hab doch Medi gezogen, Mann. Jetzt bin ich mit 4 Medkits verreckt, weil ich geschockt war, ey. Ich hab gar keine mehr. Nice, bin so kaputt, hatte 3 Tage Schule. Fest. What the fuck, 3 Tage lang. Ey, ich brauch was. Ich hab nichts. Oh mein Banshee Gott, gegen Rogues. Naja. Aber da muss man erstmal Rogues finden, weil. Also. Keine Ahnung, wir sind jetzt 2 Stunden am Spielen und es ist, glaube ich, einmal eine Gruppe Rogue gegangen. Wenn man Solo spielt, vielleicht, wenn man irgendwie guten Server hat mit Rogues drauf, dann kann man vielleicht Banshee überlegen, aber generell geht keiner Rogue, deswegen lohnt sich Banshee auch nicht. Komm mal zurück, HPS. Ich brauch irgendein Media da hinten. Digga, was schießt mich hier die ganze Zeit an? Es war keiner down, oder? Leben dabei. Ja, okay, weil ich bin rausgekommen, hab nicht gesehen, ob einer down ist, hab gedacht, ich zieh mal.
Das war aber gut, ich glaube, ich war verreckt. Ja. Ja. War schon okay, so wie du. Also ich bin jetzt verreckt, deswegen. Hat Medi jemand? Komm, wo bist du, Alex? Draußen. Schön, ist doch gerade bei mir, ich zieh. Nice. Ich muss weg hier, ich hab 0 Stacks. Ich glaub, ich einfach gut. Ich kommt Richtung Norden ein bisschen, wenn ihr könnt. Das Geschütz, oh mein Gott, das Geschütz. Ich, hab kein Medi, hab nicht ich bin auch tot. Jawohl, ich habe auch Medi gezogen. Nice, gezogen, danke. Das Geschütz ist einfach zu krank. Das ist heftig, Alter. Ja. Alter, was macht denn hier das Geschütz? Ich verweg das Geschütz. Das sind ein paar gute Spieler, ne? Also, den einen hatte ich vorhin, der löst es sogar noch. Diesen Hartan 000, gell? Ja. Ja. Ich dachte, der wäre mit seiner Gruppe. Hier ist er dann. Das kann man nicht dagegen machen, wenn der Koffer Flashbang ist. Nix. Soll vergessen. Da muss ein DD seinen Koffer stehen, stellen lassen. Stehen lassen, manch. Ja, und deswegen, der steht ja immer da. Das müssen wir anders machen. Wir brauchen ja nicht zwei Koffer, wenn meiner steht. Ja, ich behalte meinen Koffer immer auf, benutze ihn dann als Ziel, oder wenn halt deiner disruptet, das stelle ich meinen hin. Das geht eigentlich schon. Danke, weil in letzter Zeit viel mit Banshee gespielt wird, mit Golden Gears. Ja, lass mal abgeben, lass mal abgeben. Nur Mädels. Ja. Ey, Jungs, ich bin der Letzte. Als Sieger. Ja, ich bin vor dir. Ich gehe hinter dich. Jetzt schon, geh hinter, grenz. Vor uns kommen auch ein paar Spieler. Ah, das sind eh die weg. Ja, ich würde es auch gerade sagen. Die kämpfen eh nicht. So, jetzt haben wir einen Buff vom Schild. Oh, sehr mal. Hast du mein Video gesehen, den ich für dich gemacht habe? Ja, habe ich gesehen, ist nice. Alter, hätte ich 7k, oder besser gesagt, ja, 6k Stürmer, dann könnte ich ihn so, ja. Weiß doch mal. Burschen, dreht sich einmal um kurz. Oh, das sind viele. Ja, darum sage ich ja. Okay, so viele sind es gar nicht. Und hier hinten ist mein Koffer. Ja, die haben sich hier in der Nische da versteckt, deswegen müssen wir ein bisschen nach vorne. Können wir eigentlich weiter, oder? Immer weiter, ja. Muss abgehen. Alex, grüß mal HPS von mir. Grüße von Hannibal. Danke, Hannibal. Ja, was? Alles klar, Junge. Und alles Gute noch zu deinem Geburtstag. Er hat geschrieben, danke Bruder. Jo, ich schau jetzt. Ah, okay. Das ist die Streamerkrankheit im Chat lesen. Hm. 200 Meter, Sergeant Cheeser hat Crazy Viking getötet. Und sicher welche. Ja, geben wir erstmal ab, oder? Ich habe nur noch zwei Medis. Und dann, also wir können da hingehen, aber wenn die auch wegrennen, dann können wir ja Server wechseln. Da stehen Stürmer auf dem Dach oben. Ich hab gescannt. Ah, zu spät. Zu früh. Den Thomas. Das ist der Server. Darf ich tu die tanken, geht schon. Du schaust, ich steh jetzt auf dem Schild. Ja, wenn er, ich hoffe, er wirft keine Nate. Doch, er wirft eine, oder? Natürlich, aber. Ah, eine Shock-Nate. Er hat sogar geschafft, eine Nate hier hinzuwerfen, aber wirft eine Shock-Nate. Oh Mann, ey. Oh Gott, Alter.
Dieser Lady Fox, ich glaube, der hat uns vielleicht zweimal angeschossen, sonst ist er die ganze Zeit weggelaufen. Jetzt hast du jetzt immer D-Vision, jetzt hast du Run-Vision jetzt, ne? Ich glaube, jetzt seit 2 Wochen ist das. Schießen, weglaufen, schießen, weglaufen, schießen, weglaufen. Und am besten klären die Darks um 9 rauf, dass Jo am keiner trifft. Die haben halt alle kein Nomad mehr. Ja, ist echt so. Das merkst du unten. Davor sind sie immer mit Nomad weggerannt und jetzt. Nee, die sind reingerannt mit Nomad. Die sind ja, das auch, ja. Mit Nomad. Ja, stimmt, wenn jemand gepusht hat, so richtig dumm reingepusht hat, konnte man immer genau sagen, das ist irgendein Nomad. Mittlerweile rennen sie halt lieber weg. Es würde mich eh nicht wundern, wenn alle einzeln gehen, also nicht in ein Team, nur damit sie halt alle ihren Nomad-Bonus haben und damit noch PvP machen können. Braucht jemand eine Alpha-Bridge-Maske? Wahrscheinlich eher nicht, die ist schlecht. Ja, braucht jemand? Ne, wahrscheinlich nicht. Nope. Oh Gott. Ja, man, GG. Ich glaube, ich mach gleich aus. Nee. Ich weiß nicht. Ja, der Server war jetzt am Schluss langweilig. Am Anfang war der ja gut. Naja. Am Anfang war doch nice. Und jetzt rennen halt alle weg. Jetzt können wir es entweder wechseln oder keine Ahnung. Will jemand eine Big Alejandro? Okay, ich schau mal, was die Rogues machen. Oder ob hier überhaupt noch Spieler sind. Oder ja, ihr wechselt schon, okay. Lukas, ich such noch. Nee, ich bin, hab auch gesucht. Wir sind das gleiche Ding angekommen. Alex, du musst die Socken haben zum Verkaufen. Jo, wenn du sie nicht brauchst. Okay. Ich hab über 100 Millionen. Oh mein Gott, da hier sind 2 Manhunt Goals. Dann joint mir. Na, ich hab 8 Millionen. Und ich hatte mal 0, bevor ich aufgehört. Merci. Kannst mich einladen, Lukas? So, alles liegt da. Ja, danke. Besser auf uns. Bitte, bitte, gerade immer. Transfer. Ja, aber es ist eh egal. Wir kommen eh nie zu 40 drauf. Okay, ich join auch. Join dann. Nur 8 Millionen Credits, Hartz IV ist da. Ja, Mann, ich hab die ganze Zeit Behälter gekauft, weil ich noch eine Waffe rollen muss. Und jetzt habe ich immer noch nur 600 Phoenix, wo habe ich die denn her? Okay, ich roll kurz eine Waffe. Oben ist ein Manhunt Goal in der 3. Wir kriegen keinen Transfer. Ich gehe kurz ins Terminal. Ich habe sogar alle DZ-Währungen ausgegeben, um Werkzeug zu kaufen, damit ich Waffen craften kann. Oben in der 6 ist das. Die laufen doch gerade hin. Mhm. Ciao Alessio, tutto bene? Mua. 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 Ja. Diokane, gib mir doch einmal Fänglichen. Und schon wieder keine Phoenix. Aber ich muss mal diese Shield-Mission da machen. Du hast PvE. Jetzt kannst du.
Alles kannst du irgendein Healer spielen? Jo. Ich kann auch Healer spielen, Final Measure. Außerdem also, spielt Lukas mal Healer. Wünsche euch noch viel Spaß. Alex, hoffe, man trifft sich mal in der DZ. Wäre mir echt eine große Ehre. Jo, danke dir auch. Hau rein. Wird bestimmt irgendwann mal passieren. Nice, Alessi. Hey, Jungs, eine komplette Gruppe, ne? Ja. Soll ich Scan rausmachen, dann Lukas? Ja, ich bin eh gerade noch 6 Kasten. Okay. Nachdem wir hier die Filter haben, Anna liegt. Hast du schon Shotgun ausprobiert, Lukas? Naja. Also ein bisschen geht's noch, ich weiß nicht. Ich hab's mal ein bisschen getestet. Wetterlich. Ich find's aber sinnlos, weil wenn sie Shotguns patchen, dann sollen sie die Showstopper auch. Ja, machen. Eh. Eine Shotgun. Der Patch war sowieso komplett für den Arsch, außer das mit dem Nomad und Pred Nerf. Das mit den Shotguns war komplett sinnlos. Oh, einer will abgeben. Geht vorne rein, geht vorne rein. Das hat das Spiel einfach langweiliger gemacht. Ja, weil jetzt kann man nur noch eine. Er hat's echt geschafft, wow. Ja, geht kurz restocken oder was? Oder wechseln oder so und dann können wir Rogue gehen. No, Hans is not online, Alessia. Mason, also noch. Boah, das Final Measure Bild war ja nicht immer ein Super Mario Bros. Darf ich in einen Server? Yo, also ich probiere es nicht oft, weil wir wollen jetzt gleich Rogue gehen. Und ich sehe dich nicht online. Wenn du mich online siehst, dann join. Kannst die Shotgun total vergessen, naja. Warum ist die Musik aus? Das würde mich jetzt mal interessieren. Okay, dann mache ich es gerne raus. Nach oben. Sicher. Ja, Schild, ja. Schild. Ja, aber das ist halt ein Final Measure, der auch ein bisschen auf Leben ist. Oder so. Ich weiß nicht, ob das so. Soundquality ist gut. Ja, mit Defi Pilze. Sehr direkt, aber da sind noch ein paar Hintergrundgeräusche, Verzerrungen. Beim Mikrofon meinst du, oder wie? Ich kann kurz schauen, ob ich das fixen kann. Naja, Rauschen unterdrücken ist schon Maximum. Ich kann die Audioverstärkung ein bisschen runter machen. So. Besser oder immer noch so? Warte, bin am Kommen. Okay. Ja, wir können halt jetzt nicht ewig warten. Also wenn du jetzt erst ins Spiel reingehst oder so, dann. Morgen zeige ich den Verkäufer zurückgesetzt. Sie erlässt ja. Ich muss ehrlich sagen,
Also wenn du bei der Xbox mit Maus und Tastatur immer noch spielst, dann kannst du genauso gut mit dem Hörfunk mit alle Shotguns und Popshotten, wie du es vorher konntest. Ja, aber ich habe halt keine Maus und Tastatur. Seitdem die Shotguns broken sind, spiele ich meistens Supporter. Seid ihr ready? Nee, aber da war ja gerade ein Vierer-Team. Die werden ja gleich wieder rauskommen, denke ich. Oder hoffe ich. Vielleicht sind die auch in der 5 gespawnt. Ja, sind die auch. Das sind glaube ich 300 Meter. Ja, wollen wir den über den Haufen schießen? Ja, dann drück durch. Ja. Der ist bestimmt Nomad, ja. Krieg den locker nochmal, ne? Grün. What? Der hat Grün bekommen, bevor er seinen zweiten Nomad bekommen hat, was haben wir? Ach so, ne, sah aber nicht so aus. Naja, die sind bei Pit, glaube ich. Kann man schlecht zuordnen, woher? Schau dir den Stream nachher mal drüber an, wo du noch keine Musik am Laufen hast, Gruß. Waren die Nebengeräusche bevor ich die Musik angemacht habe oder erst danach? Ja, der arme Spieler, aber mit irgendjemandem muss man halt starten. Kann sein, dass ich gleich rausfliege, Jungs. Wir sind weiter unten. Bei mir laggt alles. Ja, ich fliege gleich raus, glaube ich. Nee, okay, passt. Bin wieder da. Oh, what the fuck. Oh mein Gott, was war das? Lass mal eine der Mitte stehen. Um noch neue Steps zu bringen. Rechts von dir ist hier. Das war der letzte Bot. Die sind in der 5 auf jeden Fall. Braucht jemand Rückholerhandschuhe? Ziemlich gut. No. Rückholerhandschuhe. Nee, lass mal bitte abgeben. Ich weiß nicht recht, ob ich überhaupt noch Rückholerteile habe, aber ich bräuchte noch ein Bild. Lagswitch, ja mal. Wenn da ein Spieler in der Nähe gewesen wäre, dann hätte er mich so umgeholzt, weil ich konnte ja nichts machen, aber ich bin bei ihm wahrscheinlich auf der Stelle gerannt. Sorry, dass ich nochmal frage, aber wenn ich auf deinem Twitch-Account bin, habe ich dich. Ich bin jetzt schon ein Follower, aber wie kann ich dir da jetzt schreiben, dass ich bloß von heute ins Stream test? Ach so, du gehst auf mein Twitch-Profil quasi, also auf mein Twitch-Account, und dann statt dass du auf Videos gehst und das Video anschaust, gehst du einfach so nach rechts, da steht Clips, dann nochmal eins nach rechts, da steht Info und dann nochmal eins nach rechts und dann steht Chat da. Und in dem Chat kannst du dann schreiben, da sind die Bots aktiv, obwohl ich nicht am Stream bin. Also auf jeden Fall, wenn du mit Handy probierst, ich weiß ja nicht, ob du am PC bist, gerade oder am Handy. Hinter uns kommt viel. Ja, dreht euch um. Kann halt nicht viel gehen, ne? Die Bots! Oh mein Gott! Oder? Ne, das kann nicht er gewesen sein, ey. Ja, wir sind gerade Manhandler, Jack. Lass kurz abgeben, bitte. Die Handschuhe. Jo. Und dann müssen wir, glaube ich, irgendwann Server wechseln. Die kommen irgendwie nicht. Oder wir können runtergehen, das sind Rogues. Was machen die?
Husten die Roche? Ja, Mann. Hast du die ganze Zeit, dass der Typ ihn kann schon sein. In der Ja, in 1.8 noch. Ja, lässt er. Der will wahrscheinlich die Trophäe haben. Brauchst doch 20. Hat eigentlich von euch jemand Rogue 29 mal gespielt in letzter Zeit? Nein. Nope. Ich habe letztens mal, wo ich Handler Reset gemacht habe, da waren ein paar Deutsche auf dem Server, aber. Also war eigentlich viel los auf dem Server sogar. Aber jetzt ist halt die normale DZ nicht mehr so eklig, jetzt könnte man eigentlich wieder die normale DZ spielen die ganze Zeit. Ich kann ja, ich finde die normale DZ wie gesagt noch schlimmer jetzt als vorher. Warum? Weil man einfach nur am Laufen ist. Halt kein Selbstvertrauen, Netze so schlecht sind und die sich einfach nicht mehr. Ja, das stimmt schon. Die schreibt, man hört dich nicht, Alex. Man hört dich nicht, what? Hörst du mich im Stream, HPS? Warte, ich muss schauen. Du Snowball, ne, vom. Du Snowball ist eigentlich aktiv. Oh, ich hör dich. Hör auf, mich zu verarschen, Vladi. Du Kane. Ich habe jetzt mit meinem Barcode-Profil den Link reingesendet. Okay, dann müsste der Nightbot theoretisch sagen, dass der Song in der Playlist ist. Also du musst halt Ausrufezeichen Song Request und dann den YouTube-Link. Einfach nur den Link, funktioniert nicht. Lukas, bye bye SSG, schreibt der Lesse. Bye bye SSG. See you later. Figa, grande Figa. Sollen wir erst abgeben oder erst zu den Rogues gehen, weil nachher sind die irgendwie ganz. Aber ich glaube eh, es sind nur zwei, weil ich habe keine anderen im Käfig gelesen. Die Kills, selber. Oh, dann lohnt sich eigentlich gar nicht dahin zu rennen, oder? Naja. Alessio speak gay. Sisi. Alessio grande figa gay. Okay, jetzt ist ein neuer dazugekommen. Nico Delic. Egal. Lass trotzdem wechseln, oder? So, war ja von Anfang an kacke. Ich gehe da mal ganz kurz aufs Klo, während ihr wechselt. Also egal, ob ich alles zusammenschreibe und oder das, was und oder das oder ist halt auseinanderschreibe. Also du schreibst Ausrufezeichen, dann direkt dahinter Song Request und dann ein Leerzeichen. Ich glaube, es heißt schon. Nee, nee, ja, SR geht glaube ich auch. Also Ausrufezeichen, dann Song Request direkt dahinter ohne Leerzeichen. Dann hinter Song Request ein Leerzeichen und dann den YouTube-Link. Da müsste es funktionieren. Mason Lesbian. Lad mich dann ein, jo. Also ich gehe kurz aufs Klo, Jungs. Und Mädels. Gleich wieder da.
Marcelo, welches Battlefield hätten wir holen sollen? Schreibt's bitte in den Chat rein. Wieder da. Wieder da. Was schreibt der Marcelo? Es gibt jetzt den ersten Teil mit allen DLCs um 4,99. Markus hat es sich schon geholt. Okay. Muss ich schauen, wie lange geht das noch, Marcelo? Habt ihr schon selber gewechselt? Ich schau einmal. Weil hier sind jetzt auf einmal Männer. Okay. Wird nämlich gerade selber gewechselt. Muss ich schauen, was der Server sagt einmal. Schauen wir mal. Ist Busy überhaupt noch da? Nein. Ja. War grad tropfen. Okay. Zwei Leute, die Kinder haben die nicht offen. Also auf meinem Server ist viel gefarmt, aber es sind keine Rogues oder irgendwas. Boah. Ja, ich glaube, ich mache eh gleich aus. Ein Serverwechsel mache ich mit. Du bist jetzt einfach nicht mal mein Spiel. Keine Ahnung. Es ist viel kaputt gegangen leider. Das war mal gut, aber der 1.8 ist halt richtig kacke geworden. Am Anfang, wo 1.81 rauskam,
Also im Dezember war das eigentlich noch ganz geil, so bis Januar, Februar. Wo die alle noch nicht mit Schild gespielt haben. Ja. Was mit Predator? Ja, Sam ist immer so machen. Dann haben wir halt angefangen mit Schild immer so zu spielen, dann haben es wirklich alle Deutschen nachgemacht. Das war so schlimm. Ich kann ihn sowieso nicht spielen. Ich wollte da einfach nur auf Deutsch, sonst nichts. Ja. Da. Set. Ich bin allein am Server. Ich hab Server gewechselt. Ich bin nicht da. Also vom Dings her, vom Farmen her, jetzt ist es gerade respawned. Es war eigentlich gut. Am besten haben Männer und gut. Ja, wen sind jetzt John Deere Busy oder HPS? Ich hab noch keinen Server gefunden. Warte, die lange her. Lukas, sicher nicht online. Ich jointe schon. Bin da schon dran. Marcelo, weißt du, wie lange das Angebot noch gilt? Das Spiel? So warm. Oben war alles vorher weg. Bis in die circa 6 runter war alles weg. 3, 2 war da. Also eher weiter oben die Spieler waren dann. Schau mal, ja, passt. Keine Ahnung. Okay, war nett. Hole mir's dann nachher noch, Marcello. Und kaufen wir's halt. Die 5 Euro sind mir egal. Wie sie? Was hat er geschrieben? Ist Battlefront 1, glaube ich, mit alle DLC um 4,99 €. Hat er im Chat geschrieben. Busy? Busy hat's verlassen. Spielst du eigentlich noch mit Pain? Ja, hab letztens mit ihm gespielt. Aber der ist nicht so oft online. Der ist übel selten jetzt noch online, oder? Ja. Jetzt seit einer Woche nicht mehr von ihm gehört. Hab ich auch schon ewig. Naja, was heißt ewig? So, ja, eine Woche. Glaub ich jetzt, keine Ahnung. Ich wollte nämlich Pain fragen, ob ich seinen Account überhaupt kaufen kann. Ja, das wird ja. Weil er hat halt den Renegade, der dann sowas. Ich glaube, Pain ist der einzige, den ich kenne, der den hat. Ich so, Server. Genau, wenn der gut ist, komm ich. Ah, hier ist mein Handkorb. Ich muss hier. Tucker sehe ich auch nie online, weil der spielt wahrscheinlich die ganze Zeit auf. Ja. Er hat sich, glaube ich, gerade gemutet. Ah, Server voll. Warte, ich gehe raus. Der Server ist voll. Bin wieder weg. Jahre?
Wait. Das ist doch Manu. Das ist doch Spieler von Manu. Wait. Einladung, Einladung, Einladung. Warte mal. Transfer. Entweder ich täusche mich gerade oder. Weil ich schon ein paar Mal gegen die gespielt habe. Ich weiß gar nicht, vielleicht da wegkomme ich den noch. Ja, du bist drin. Ja, klappt. Vier Männer vor der Eins, die campen. Oh, campen die Spieler. Du willst mich nochmal einladen. Ja, ich bin nur gerade am Warten. Rückst du noch eine Joining Card? Yeah, I'd rather be a lover than a fighter. Cause all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been. Ich muss bei ihm auf WhatsApp schreiben, auf dessen Land oder egal. So, ewig nicht mehr. Niemals verkauft. Sicher. Ja. I know how you're feeling, we all feel the same. You want a better life, you want to make a change. I have a solution if you want to know. This is how you sell your soul. Should I do it? 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 I'm in a hole right now and I don't think I'll ever climb out. Ever climb out. And I had a little hope left, but the world took a ride out. Took a ride out. Had a dream I would shine so bright, but they put my lights out. Now I'm headed to the dark side. This is how you sell your soul. Yeah, I'm really tired of working and breaking vertebrae. Every day I've been stressed like a murder case. Every day I wake up with a motherfucking mind full of so I'll reach for the purple haze. Worst taste in my mouth, all I do is put the work, but I ain't seen the worth of my miles. Right when I wanna give up, I heard her say. This is how you sell your soul. Take my hand and I can show you where all this magic happens right before you, before you. Where fallen angels go to live forever, forever. So just remember, should I do it? 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 This is how you sell your soul. I love you. Ganze Zeit Mikro gemutet gehabt, tut mir leid jetzt. Ich hab's auch. Safe, oder? Passt. Oh Mann, ich trottel red die ganze Zeit im Stream und keiner hört's. So. Das Ochs lacht bitte. Warum bist du aus? Kurz probieren, den Lautjack reinzubringen. Probier es einmal, wenn es nicht klappt, dann komme ich hier rein. Er ist Transfer. Sorry. Taktiker oder Obstler Osler CC. Ja.
Vor allem Dizzy, dieser Oslad sind so, ich hab letztens mit dem, Fortnite gespielt, hat einfach auch die Halloween. Hast du was mit dem Fortnite gespielt mit diesem Oslad? Ja, der ist schon mal was. In Österreich, ja, irgendeiner Sniper bleibt. Kommst du mal zu Arbeit? Ich sehe schon Medi. Ich sehe auch Medi. Oh mein Gott, der Scan. Oh mein Gott, der Scan. Oh. Zieh blau, wenn du wieder da bist. Zieh blau. Danke. Und ich lege Medi für dich. Ich kann ihn nicht spielen. Ich brauch. Hier beim Koffer, hier beim Koffer. Okay, what the fuck? Ja. Focus fire for the win. Oh Gott, Alter. Okay. Das sind viele Spieler, aber egal. Oh, die gehen Rogue. Warte mal, das ist aber nicht dieser, der eine Raider, der das Turnier gemacht hat, oder? Warte. Der hat doch irgendjemand noch irgendwie einen Preis versprochen, wo nicht ankam. Ich glaube, Homer, glaube ich. Promise. Ja, ich weiß, wir hatten Transferladen. Promise auch. Promise, genau. Steht bei euch auch schlechte Verbindung zum Host? Jo. Nein. Seid ihr einem Army gejoint oder ist es zufällig? Bei mir ist es gut. Oh Mann. Medi für dich, Besi. Darf das Trainer Ali? Hier liegt, wenn ich mal okay, was sehe gar nichts. Ey. Alter, du bist drauf und bist zu gut in der Freundschaft. Sehe ich mir nicht. Als ob da gerade alle daneben geschlagen haben. Habt ihr noch Medis oder wollt ihr restocken? Ihr müsst sie echt mal jetzt schnell killen hier. Ja, wir probieren's. Damit. Ist halt nicht so easy mit 2 Damage. Wird nicht schlicht. Nein, sie haben Sucherminen drin. Alter, kaum ist Predator genervt. Komm, noch schlimmer was jetzt. Naja, die waren ja davor schon schlimm. Die haben auch ein paar Disrupts, also probier deinen Kopf stehen zu lassen. Achso, du hast gar keinen Kopf. Ich hab Damage Boni und Scan. Wir haben blau. Blau, blau. Oh, ja, ich zieh. Midi. Jo. Danke. Wer schießt mich weg, gell? Komm mal zurück hoch, die Treppe hoch. Ich brauche einen Medi, wenn jemand hat. Bam. Oh Gott, Alter. Der scheiß Schock direkt. Hier ist noch blau. Jetzt geht sich das aus. Keiner mehr.
Ja, BSH, hallo. Danke. Ich hab jetzt nichts mehr, Alter. Ich zieh dir Medi. War nix mehr. Anna liegt. Wow. Schau dir das an. Das gibt's ja nicht. Wo? Oh Gott. Ich hab nichts mehr. Hat doch ein wenig da bin. Oh mein Gott. Haben wir Manhunt geschafft? Ja, oder? Nicht? Nein. Egal. Lukas, hast du Claymore oder Final Mesh? Final Mesh. Ich weiß halt nicht. Die werfen schon viele Granaten, oder? Ja, aber irgendwie ein bisschen auf Ausdauer bringt, finde ich nichts. Nicht so viel, ich habe 450.000 CE-Pferde oder so. Ich habe ja immer noch 250.000 CE-Pferde. Final Mesh ist schon nice. Ich weiß nicht. Ja. Aber Alex, ruhe in Large Rebell am Server, weil gestern mal was Abendessen. Muss ich mal Pause machen, ein bisschen. Okay. Bevor wir dann wieder kommen, nachher bis in die Nacht rein. Alles klar. Okay, ich mache meinen Platz frei. Ich geh schnell essen. Jo, alles klar. Okay, hau rein dabei. Und oh mein Gott. Ciao. Tschüss. Oha, die haben schon Mähne. Als ob die auch bei Medischer haben. Nein, ich hab gerade den Heal geschossen. Fuck. Egal, zwei sind down. Oder? Ja, ja. Nice, danke. Sieh der Medi? Und in die Granate. Okay. What? Als ob ich da vorbeischlage. Wie ist das, der Typ, der die ganze Nacht schon? Mann, wie ich solche Leute hasse. Ich glaube, das ist einer von einem vom Stream. Wenn er eingenommen wurde, dann ist ja alles gut, ja. Der Way ist low. Der eine killt immer noch den Boss. Sucht ihn persönlich gar nicht, dass wir ihm einen Rücken schießen. Doch, bestimmt gerade die Shield müssen. Mhm. Ah, gute Idee. Passt gleich auf, wenn gleich die anderen wiederkommen. Kriegt nebenher noch das Wahrzeichen. Bestimmt. Hab's geklärt. Hinter uns kommt Oslau und seine Gruppe. Von der Landmark aus.
Okay, es ist nur Osler. Piss dich. Der eine hat einfach Predator, glaube ich. Ich wechsle mal auf Blau. Oh mein Gott. Brauchst du was? Nein, nicht was. Ich hab mich nur gewundert. Der hat übelstes Glass-Cannon-Bild. Ich hab den, glaube ich, mit 10 Kugeln gekillt. Made für dich. Grün. Oh. What? Als ob du die nicht bekommen hast. Ich hab 10-mal Made gedrückt. Oh, ohne Witz. Ich hatte noch genug Zeit. Ich hab sogar blau gezogen, weil ich dachte, er steht wieder und auf einmal ist er tot, ey. Was? Vor allem, ich zieh Medi und bin natürlich in der Medi-Kit-Zieh-Animation und kann deswegen nicht direkt grün ziehen. Weil wir so ein Bullshit, da ich nur Medis. Ich glaube, das Spiel wollte gerade nicht, dass ich wieder aufstehe. Ich habe mir nämlich auch schon Medi getroffen. Ey, Osler ist wieder. Schild ist kaputt. Illuminati ist fast down, obwohl er blau hat. Das ist ja so einer, der spielt solo und hat ein Schild drin, ey. Das ist so räudig. Einer liegt fast. Jetzt läuft wieder alles auf der Stelle bei mir. Hört ihr mich noch? Mhm. Okay, jetzt geht's wieder. Alter, also, dieser Ladschip wird einfach hier reinrennen, Mann. Wo seid ihr? Immer noch vom Zweierschuss, Mann. Im Parkhaus, ich bin nicht. Lass mal ein bisschen hier ins Haus reingehen. Da würde ich eben gerade gar nicht rein. Das ist total dumm in das Haus. Komm da raus. Ja, ich kill den kurz hier. Oh mein Gott, ich habe ihn gerade gelebfeuert. Ja, willst du nochmal sterben? Ja, Koffer bei mir. Oh, tippe Tino Mini noch nicht schießen. Das ist ein Level 23. Die haben Taglink. Achtung, Basie, die haben Taglink. Oh, das war Pech. Ja, guck, so ein Soundbug habe ich. Ich weiß nicht, was da hinter mir ist. So. Oh, ich bin down. Ich gehe hier kurz rein, Lukas. Ja, nicht. Ne. Danke. Ich werde durch die Wand abgeschossen. Guckst dir an. Schockgranate. Oh mein Gott, Mann, was soll ich da machen, ey? Ach ja, Alex sagt im Lukas, ich spiele seit 1.7 nur mehr Schild fast, weil ich vorher geredet habe. Weil wir vorher geredet haben. HPS hat geschrieben.
Was meint ihr? Was meint er damit jetzt? Ich hab nichts gegen Schildspieler. Ich meinte nur, warum der Solo-Spieler typisch, dass dieser eine Solo-Spieler hier bei uns auf dem Server nur mit Schild spielt. Nee, er hat geschrieben, weil ihr vorher irgendwie drüber geredet habt oder so. So, keine Ahnung. Machen wir wieder mal 4 gegen 4. Können wir schon mal machen, ja. Black Kill Beautiful, ja. Yeah. I love it. Okay, Tipetino Minima spielt jetzt bei denen mit. Hey, wer? Der Juan Solant. Vorhin hat er nicht geschossen, jetzt ist er bei denen im Team. Ich glaube, der ist nicht einmal. Doch, doch, die haben den gleichen Start. Fünfter hoch. Waren aber gerade wirklich zu viel. Nein, die sind nicht. Ich bin nicht klar. Ich krieg's Heal nicht. Ich hab die Medizin. Ich krieg's. Was? Alter, was? Alles klar. Die haben Tagling jetzt. Ja, trotzdem, wenn du es gesehen hättest auf meinem Screen. Ich spring durch dein Heal, bekomm's nicht, dann krieg ich's Medi nicht. Und dann schießt er mich durch die Wand ab, während keiner in der Nähe ist. Ich hab zwei Leute schön gewandt, aber nein, kriegen wir da Combat Medic. Sollen wir Rogue gehen, statt dem hinterher zu rennen? Ich hab da irgendwie keinen Bock drauf. Hinter euch, hinter euch, hinter euch. Dem sein Schild geht übelst schnell kaputt. Naja. Und 106 hat uns auch noch geschenkt. Danke, danke. Ja, man, das liebe ich eigentlich als Schildspieler. Ich schieß die extra an. Ja, der hat aber auch ein schlechtes Bild oder keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch daran, dass er kein Combat Medic von seinem Team jetzt kriegt. Aber den kann man mit. Wie gesagt, ich glaube, der ist. Ja, der ist solo. Ich habe noch keinen anderen gesehen mit dem Schildbuff. Dem kann man mit einem halben Magazin kann man dem seinen Schild kaputt schießen und manchmal ist er gar zu blöd, dazu ein Medikit zu ziehen. Na, die kommen wieder. Ich frage mich, wie langweilig ein sein muss, damit, wenn man solo in der DZ das Schild spielt. Als Supporter verstehe ich, das Schild macht eigentlich schon Bock. Manchmal. Ja, aber nicht solo. Ja, aber solo ist es komplett für den Arsch. Das ist ja ähnlich wie wenn man solo Healer spielt. Das macht auch keinen Sinn. Das sind Männer? Ja, das ist der eine ist weggerannt. Ah, die sind zu dem gerannt. Wow. Das, aber ich wollte nicht hinterher rennen, weil ich genau wusste, dass sie dann irgendwann einfach sich umdrehen. Also, ja. Aber jetzt nur 4 Männer. Aber weiß euch gut vor, wenn ich komme. 2-3 von denen gekillt mit 100% Stacks. Die sind schon wieder da, die sind da. Komm und. What the fuck? Die kommen auf 100%. Die sind schon da. Ich werf meine Shocknade, ich hoffe. Die sind alle geschockt. Nee, die für dich. Ihr habt alle eine Nate. Ich wusste, die trifft ihn. Nein! Oh mein Gott, der war so one-shot.
Ja, im Blauen. Okay, habe ich nicht gesehen, nämlich kriegt man Medi wieder nicht. Ich glaube, es liegt an mir, das kann ja fast nicht an der Vision. Endlich, Mann. Kann euch nichts erzählen, ich habe keine Medis mehr. Ey, das... Oh, Alter, ich habe seinen Kollegen fokussiert. Ich habe das riskiert halt. Dieser Ray war so One-Shot im Untergrund, wo er hochkam und dann hat er irgendwoher einen Combat Medic bekommen und dann wurde ich weggematzt von ihm. Ja, der Schildtyp, Mann. Er fängt jetzt an. Ja, die werden jetzt die ganze Zeit 106 haben. Lass zusammen hoch. Jup, jup. Ich hab so einen Sound, Mann. Ich habe auch schon überlegt, ob ich so einen 8K Schusswaffenstürmer mal machen soll. Weil von 6K die Heilung ist sowieso nicht gut, finde ich. Komm, komm, komm. Ich bin gerade auf dem Klo. Mann, die sind glaube ich weg. Naja, warte kurz, bis Lukas da ist. Zwei Männer und Golds. Also sind sie doch nicht in einer Gruppe, oder wie? Ja, komisch. Frag mich sowieso, warum Tipetino schießt. Ich hab von ja, ich hab's gesehen. Ich hab auch außen auch sowas. Aber wir haben ja auch nicht auf den geschossen. Egal. Egal. Ich spiele eh kaum mit dem. Lukas, ich glaube, ich spiele wieder Damage, man. Ja, das ist ein bisschen cool. Ja, die haben abgegeben. Das war in der 2. Oder irgendwo da. Hm. Jetzt. Wer ist das, du, Alex? Der Rob da. Aus dem Stream. Das ist eine andere Gruppe Rob gegangen. 700 Meter, Tipetino Minimum, wa? Ich glaube. Warte. Sind die so weit gerannt oder sind oben andere Rob gegangen? Das sind andere. Die waren ja mit der okay, dann haben sie sich aber glaube ich hochgeportet, weil die haben gerade Tipetino gekillt da oben. Ja, das war aber nicht einer von denen. Wahrscheinlich sind die aber trotzdem dahin jetzt. Mhm. Ah, der Server ist aber nicht schlecht. Ich kämpfe lieber gegen eine gute Gruppe wie gegen 20 Leute, die nur wegrennen. Samsung Galaxy J3 ohne Vertrag für nur 111 Euro. Jetzt in deinem Vodafone Shop und auf Vodafone.de. Na, lass mal hochporten, oder? Ja, das ist glaube ich sogar ein 1 gegen 1 oder so, was sie da machen. Amzeit. Gerne gegen diese Gruppe wieder kämpfen, aber. Ja, müssen wir kurz warten, bis Lukas da ist. Bin geschossen, warum müssen die auch patchen, ohne Witz jetzt. Mhm. Ansonsten kommt wirklich niemand mehr. Hätten die das wirklich jetzt auch mitgemacht, dann wären glaube ich viele zurückgekommen. Weil ich hatte gerade 100 Stacks und habe einfach zwei von denen. Die hatten auch Stürmerbonus, aber das geht so schnell. Ja. Ich mach Showstopper noch nie, genau aus dem Grund, weil es halt extrem ja. Einfach ist und so. Ich muss ja nicht mehr was können. Ja.
Keine Ahnung, hier ist niemand weit. Ich zeig mal wo. Es kommen die anderen wieder. Mhm. Ja, hier ist die Bedienung. Verpiss dich mit deiner Showstopper. Das sind die. Wo? So ein Showstopper. Ich glaube, bei mir läuft alles auf der Stelle. Was war der Typ von Poster? Wie kommen wir da? Alter, WTF. Kroatien führt 2-0 gegen Argentinien. Was? Basie, bei mir läuft alles auf der Stelle, falls ich noch lebe, keine Ahnung. Ich hab grad zweimal die Bedienung abgezogen. Ja, der will nicht killen. Bei mir läufst du auf der Stelle und die Zeit läuft schön ab, wir sind gerade bei 3 Sekunden. Du bist gestorben. Auslaufen wollen mich nicht killen. Ich weiß nicht warum. Bei mir laufe ich immer noch rum. hallo Spiel. Darf ich weiterspielen, bitte? Ich hätte nicht mit der Granate schlagen wollte. Ich hab grad zweimal abgezogen, jetzt fickt er mich. Der hat diesen Dreck nicht so auf, Mann. Der hat jetzt 106 die ganze Zeit, das bringt gar nichts, wenn er 106 hat. Nein! Boah, Digga, die Show. Also ich weiß ja nicht, aber ich renne immer noch rum. Ja, das ist verkehrt.